quatschen. Apropos Zeit zu quatschen, was haltet ihr eigentlich von vom Louis seiner neuen Frise? Genau so. Sieht besser aus als vorher. Aber es sieht richtig gut aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass aussieht. Eier bewiesen und ausgezahlt. Eier bewiesen. So lieb. Also, Frise ist sehr, sehr geil. Shirin, liebe Grüße. Shirin hat gemeint, dass die Frise sehr, sehr nice ist. Also unsere Reaktion waren auf jeden Fall wild. Also ich war gestern Abend auch nochmal zu Hause, nachdem er die Haare gefärbt hat. Wir waren ja erst auf dem Event zurückgekommen und dann ist er die ganze Zeit mit so einer Decke um den Kopf wie so ein Turban rumgelaufen, damit es so nicht sehen. Heute Morgen haben wir dann ein Review gemacht. Hi Victoria. Rolling Loud, wir fahren zu Splash. Rolling Loud wäre krass. Chaos Splash ist auch geil. Heute Abend performen Kitten Roy, Jack Harlow und A$AP Ferg, ne? Ja, und Rin auch noch. Grüße gehen nach Wiedekamp. Grüße aus Offenbach. Grüße gehen zurück. Wer ist alles im Auto? Zwei Damen aus unserem Team. Hallo. Zwei Damen aus unserem Team. Hallo. Was guckt denn so? Ist der gute Eimer hier, noch regnet so sehr. Vor allem da vorne ist Julian, in dem Auto ist Julian und Tim. Also Julian und Tim? Ach, vorne im Auto. Wir hoffentlich haben besseres Wetter. Noch schon überlegt, uns zu Regenfotos zu holen. Aber haben wir die Zeit ja nicht mehr geschafft. Eine Umfrage. Wir können das. Keine Ahnung, wie es hier läuft. Kinder Roy,
voll schwierig, mein Handy hier gescheit zu beschleunigen. Oh, stimmt. Playboy. Warte, oh, wieso? So? Nee, wenn ich die im Spiel hängen kann. So ist gut, Leute. Oder? So. Guck mal, die sagen alle, dass sie die blonden Haare übertrieben stehen. Sieht auch nicht gut aus. Wohin ist Vegas? Wir sind auf dem Weg zum Splash Wrestling. Wo ist Ben? Ben ist gerade noch in Paris. Der war gestern noch bei einer Show von Victor und Rolf. Und der wird, glaube ich, aber... Ben kommt morgen früh, ne? Ja. Ben kommt morgen früh auch zu uns. Homo Blond. Nee, da möchte ich ja jetzt. Euch besser Leute, die ja irgendwie geografisch mehr drauf haben als ich auch. Okay. When are you going back to London? I think we're going back to London the first week of August. Hell is on track. Talks to Clash of Clans. Das ist ein anderes Video. Neues YouTube. Neues YouTube-Video kommt, ich glaube, nächste Woche, wenn alles gut läuft, oder? Also man muss dazu sagen, wir haben sogar 3-4 gedreht, aber die sind gerade noch in der Bearbeitung. Also wir haben auf jeden Fall mehrere Sachen gedreht. Wir haben auch sogar ein sehr, sehr geiles Video in Vegas gedreht, als wir in Amerika waren, wo wir die ganze Zeit Probleme hatten, mit den ganzen Daten hochzuladen. Haben wir jetzt aber. Und jetzt sicher fürs Material gucken, ob wir das auf euch loslassen können. Weil da echt, also man muss sagen, wir haben... Dankeschön, Amelie. Wir haben nämlich versucht, Hangover nachzustellen oder haben es eigentlich auch geschafft. Oder was sagst du? Ja, was also da waren ja Jojo, Benne, Julian und ich. Und wir haben Hangover nachgestellt. Wir haben mit ein paar Szenen. Und wir haben Tiger geklaut, wir haben viele Sachen gemacht, also was dazu. Demnächst kommt auf jeden Fall wieder mehr. Woher ist die Cap? Die ist von Van Dutch. Die haben wir vorhin geholt, tatsächlich. Wir waren noch mal im P&C, ein paar Klamotten fürs Festival holen. Ja, aber dann wurde es doch eher so eine allgemeine Shoppingtour. Und die ist auch relativ schnell eskaliert. Ja, ich habe beim Jungle gearbeitet, in Nidau, in der Nähe von Frankfurt. Ja. War eigentlich gute Zeit. Spaß gemacht, ich habe parallel auch noch studiert. Boah, leer. Danke. Liebe geht raus. Ich liebe euch alle. So, was habt ihr noch so für Fragen? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ballert raus, weil wir fahren noch schön. Wie sieht es aus mit dem? Das ist ein Roboter. Wie lange fahren wir noch? Eine halbe Stunde. Also circa eine halbe Stunde Fahrt haben wir. Ich weiß nicht, ob ich es komplett durchziehe mit dem Stream oder einfach nur ein bisschen mit euch Quatsch. Ja, wo sind die anderen? Also im Auto vor uns, beziehungsweise jetzt hat uns noch jemand überholt, sind Tim und Julian. Ben ist in Paris, Louis sitzt da hinten und Jojo fährt gerade. Wieder. Was mit Nils hier?
sehr, sehr guter Freund von mir. Coach Bennett war ja heute in Berlin. Wir haben es leider nicht geschafft, das zu sehen. Ich hoffe schon bald wieder in Heidelberg. Es wird immer weniger. Wie ich drauf gekommen bin, so Spiele zu machen. Ich habe ja angefangen zu modeln, war dann in London auch. Aber da ging es schon los eigentlich. Aber vorher war es so, ich wollte einfach selbstbewusster vor der Kamera werden und mit der Kamera zu interagieren, weil manchmal hat man auch so Videocastings und da muss man sich halt wohl vor der Kamera fühlen. Und so habe ich eigentlich angefangen. Und ich hatte die Bänder gerissen und habe die Chance genutzt, die Zeit genutzt. Und dann ja, lief es eigentlich ganz gut. Und euch hat es gefallen. Und ich sage, mach ich weiter. Wir fahren zum Splash Festival. Für alle, die neu dazugekommen sind, wir fahren zum Splash Festival und sind heute Abend. Und sind heute Abend hoffentlich mal ganz normale Jugendliche, die auch diese rauslassen. Bis zum nächsten Mal in Hamburg. Wir sind sogar bald in Hamburg. Ich glaube, nächste Woche Montag. Also nicht jetzt im Montag, sondern die Woche drauf. Hannover ist bis jetzt nicht so geplant, aber. Genau. Es hat schon angefangen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg hin und versuchen jetzt noch die Main Acts heute Abend mitzubekommen. Wir beeilen uns, aber wir sind mit dem Elektroauto unterwegs und die Batterie geht gerade ein bisschen gegen Ende. Das haben wir nicht bedacht. Deswegen müssen wir gleich nochmal tanken. Haben wir bald eine? Ja. Ja, bald sind wir da. In Hamburg haben wir mit einem Magazin-Shooting. Aber mehr darf ich nicht fahren. Boah, also kommt der Hund her. Geil. Also, ich gebe dir schon Bescheid, dass sie da rausfahren. Oder? Aha. Ich bin angeschnallt. Bin voll angeschnallt. Ah, ich hab's gerade nur weggemacht, weil wenn ich mich immer so vorne lehne, bin ich ein bisschen getriggert. Luis, du sollst mal Hallo sagen. Und sollst mal Hallo sagen. Na, wie geht's euch, Kinder? Der gediegenen Unterhaltung. Ja, Donnerstagabend. Fahrt ihr hin zum Splash? Guck mal nach Herne, wo liegt denn Herne? Keine Ahnung, wo Herne ist. Die Karten hab ich heute gefunden. Ist wild. Egal. Models so hauptberuflich. Ich habe es mal mehr gemacht als Social Media. Als 2 Monate in London. Boah, süßes Herz. Maxi! Und seitdem jetzt aber eigentlich mehr Social Media als Model. Ey, seid die Best, wirklich. Aber ihr müsst es nicht machen, gell? Wirklich. Grüße an Kool Savas und Bad Moms J. Ja, wenn wir die treffen, mit Kool Savas sind wir eigentlich ganz gut. Wir wollen auch schon ab und zu mal abends essen. Also ab und zu, ich glaube, einmal. Sehr, sehr cooler Typ. Und vielleicht sieht man den auch. Aber Kevin Kurz hat auch da. Den haben wir auch schon öfter getroffen. Ist auch ein mega Typ. Und der wird auch über die Stage auch abreißen. Gleich das laut im Bus kommt, das schreit jemand. Stark. Das ist übrigens ein Bus hier von der Kaiserslautern Busgruppe. Ja, das hier ist unser Kaiserslautern Busgruppenbus. Oh, schau da aus. Internet kickt. Hier am Pool. Ja. Da ist Angelina auch.
mit. Nee, leider nicht. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ich glaube, die ist gerade nach gestern. Die war heute Nacht noch bei uns. Aber das ist heute Morgen ja in Paris. BMW oder Audi? Mercedes. Das ist die Adresse. Deshalb müssen wir noch weiter dann geradeaus. Ja. Wo ist die Kappe? Von Dutch. Die haben mehrere Kappen. Das ist die Kappe. Eigentlich ganz cool. Das kostet so 30, 40 Euro. Also wer Bock auf Caps hat, eigentlich ganz nice. Und meine Empfehlung, ich feiere die Hose übertrieben. Seht ihr die Hose? Stern. So eine ausgewaschene Oversized Jeans, erinnert mich auch so ein bisschen an 6PM. Also entweder bei 6PM vorbeischauen. Wir haben jetzt auch noch morgen hat Aschraf einen neuen Drop mit Basic Kollektion, also auch mehr vorbeischauen. Ansonsten, wenn ihr da nichts mehr bekommt, auch gerne bei P&C vorbeischauen, da ist die Hose her. Ja. Ich glaube von Reef. I like your ring. Was bist also du hier reingeheizt, so? Ja, Junge, du hast mein Navi umgestellt. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, irgendjemand hat da rumgedreht, dass das Navi weg ist. Ich bin nicht schuld, dass das Navi nicht funktioniert. Wir haben jetzt erstmal wegen der Frage, ob wir nach Amerika ziehen, haben jetzt erstmal einen Mietvertrag in Berlin für ein Jahr. Da bleiben wir auf jeden Fall erstmal. Wir werden auf jeden Fall auch zwischendrin nochmal nach Amerika gehen, weil da viele Freunde haben und auch schon eine große Community und da auch mal ein bisschen sein. Und Amerika ist aber cool. Geiles Land. Und ja, deswegen, aber erstmal auf jeden Fall bleiben wir in der Hood, deutscher Base auf jeden Fall. Was wolltest du als Kind werden? Abgesehen von Fußballer, was glaube ich jeder Junge werden will, oder Feuerwehrmann, was natürlich offensichtlich nicht geklappt hat. Also jetzt Fußball und Feuerwehrmann. Ich wollte eigentlich Architekt werden, so auf Ted Mosby Basis. Was lachst du denn da? Kann ja nicht sein. Ah, guck mal hier, der Johnny Depp. My dog stepped on a bee. My dog stepped on a bee. Architekt wollte ich werden. Ja. Oh, das hat gerade so perfekt gepasst. Also ich will Architekt werden und die Line so stop lying boy, I know you can't afford. Ja, guck mal, hier ist schon wieder Violation Warning. Warum? Keine Ahnung. Wegen Musik wahrscheinlich, oder? Mal ein bisschen heiser. Wahrscheinlich. Was triggert dich? Triggert dich am meisten? Sowas triggert mich. Wegen sowas. Ein bisschen nein, wegen sowas kommt die Violation. Wegen was denn? Ja, wenn du so schief singst. Körperverletzung. Körperverletzung. Ja, es passt, es läuft. Oh, guck mal, ich hab gleich einen Schritt. Oh, nein! Scheiße. Ich bin mir nicht sicher. Da. Nee, das ist ein Staubsauger. Nee. Lass mal versuchen, den Staubsauger da reinzustecken. Blue. Da, oder? Oh. Aber wir suchen jetzt hier nach einer Ladestation. Ich finde Louis' Haare sehr schön. Falls jemand von euch da eine Ahnung hat. Falls jemand von euch eine Ahnung hat, hier in Hahnemünde. Nee, wo sind wir hier? Wo sind wir denn hier? Boah, das war doch ein Wookie. Violation Warning, was machst du denn? Ja, ich wollte mal. Mach mal geil, mach mal. Kann ich hier irgendwie auch Kamera wechseln? Nee, ne? Ja. Aber irgendwo hier. Ist eher schlecht zu fahren. Nein, ist cool.
cool. Madrid, au, oh, Johnny Depp. Fuck. Achso, nicht. Ja. Ja. Stopp. Schreibst du auf die Stirn? Willst du deine Haare auffärben? Also, wenn man Louis sieht, da denkt man natürlich mal drüber nach. Weil es einfach cool aussieht. Aber ich glaube erstmal nicht. Kannst du mal die Jungs fragen, ob die. Wer ist euch alles in einer Beziehung? Jimmy ist in einer Beziehung. Hallo, da sind die anderen. Ja. Männer! Wir sind live. Moin! Hey, hallo, Julian. Seid ihr des Wahnsinns? Instagram oder TikTok? Bei mir zwei, Jakobshut. Nice. What up, Jakobshut? Ey, habt ihr irgendwo die Ladestation gesehen? Nee. Oh nein. Wo ist denn die Ladestation? Gute Frage. Männer, habt ihr die gesehen? Nicht gendern, Männer und Frauen. Männer und Frauen, natürlich. Sag mal, wo ist der nächste Mülleimer? Julian, wo ist der nächste Mülleimer? Da vorne bei Nagels. Hi Lea. Gaming-Welt, was ist denn hier eigentlich Gaming-Welt? Ey, Huber. Alter, bist du eigentlich, oh, hast du eigentlich den Arsch offen, Kollege? Das war mal richtig knapp. Alter, Vater. Tschüss. Oh, hat er das gesehen? Alter. Hat er mal richtig einen reingelegt hier. Okay. Alter. Junge. Oh, jetzt geht da richtig was ab. Oh, Mann, geht da richtig was ab? Komm, komm, jetzt komm, komm. Pöbel da. Kannst du jetzt pöbeln? Ah, ja, da fallen wir an die Partei. Pöbel mal. Ich würde so gerne schreien. Komm, pöbel mal, pöbel. Pöbel noch mal. Bist du nur ein bisschen, der ist fast draufgefahren. Komm. Komm, pöbel mal, komm. Mach nur mal so eine Geste. Sie sind alle zu mach mal, komm, mach mal so eine Geste. Komm. Wir bräuchten jetzt den Rombi. Nur mit deiner Hand einmal so. So, komm so. Was soll das? So. Ich hab doch. Mega war das knapp. Alter. Ich so, Hupal! Ja, er hätte es nicht gemacht, der wäre ja, ja, voll. Aber säftig. Hat er gar nichts gerafft. Na gut. Manchmal verteilen die Führerscheine auch im Lotto. Richtig. Machst du nichts? Oh, ich zeig mal, my dad stepped on a dog. Oder nicht? Dog stepped on a dog. Dankeschön. Kannst du mich mal grüßen? Grüße gehen an euch alle raus. Ja. Wir können den tatsächlich auch mit Druckluft betanken. Ich glaube, der nächste ist ein mit 175. Ja, okay, meine Haare sind auch maximal wild heute. I think it hacks. So, mein Dad stepped on the dog. Nee, ja. Die linke ist die schnelle. Was hier manchmal? Ich glaube, der Cowboy. Crazy Cowboy. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal das Auto laden. Weil wir mit einem Elektroauto unterwegs sind von Mercedes. Und deswegen sind wir jetzt erstmal auf einen kleinen Zwischenstopp. Alles zur Umwelt zuliebe, Leute. Denkt dran. Wir haben nur eine Welt. Ah ja, Julian. Danke, Julian. Grüße gehen raus. Wollen wir eigentlich mal zusammen live gehen? Wo bist du denn? Oder kommst du einfach mal rum hier? Wenn du es gerade siehst, wo bist du denn? Wir können auch zusammen live gehen, Julian. Stadt oder Dorfkind? Ich bin ein Dorfkind. Ich bin in einem 500-Einwohner-Dorf aufgewachsen. Wirklich mit keinem Einladen, wo man irgendwas kaufen konnte. War klein, aber war gemütlich. Für alle, die neu dazugekommen sind, wir fahren zum Splash und sind gerade hier auf dem Weg. Und kommen etwas zu spät, um ehrlich zu sein. Tanken hier. Ja, das war's eigentlich. Und warten jetzt erstmal, bis die Karre wieder voll ist. Chupapi. Ich habe Stranger Things nicht geguckt tatsächlich, weil ich danke Julian. Das alles her. Schickt. Reicht. Ich guck nie so wie gesehen, einfach auch aus dem Grund, weil wir eigentlich nur unterwegs sind und nie so richtig Zeit haben, uns mal abends gescheit hinsetzen und Serien zu gucken. Deswegen habe ich da nichts geguckt. Leider. Ich habe keine eine Folge von Phil. Guck, so läuft das hier. So läuft das. Ja. Ja, kommen sie immer nur und wollen meine Kritik. 70 Cent. Du willst auch noch 70 Cent? Komm.
sind wir so gnädig und geben meine Kreditkarte raus. Ja, komm. Ja. Also. Gehaltskürzung. Gehaltskürzung. Guck mal. Ja, damit. Warte mal, was ich hab leider kein Bargeld, ich kann's ja auch PayPalen. Guck, so ist das hier. Warte mal. Wenn jetzt das Handy ausgeht, haben wir schon wieder keine. Nein, komm, guck mal hier, komm. Guck mal hier. Kauft euch was Schönes. Vielen Dank. Oh, Bargeld. Dankeschön. Ach, Bargeld. Noch 70 Cent. 70 Cent. Die kriegen wir dann auch noch zusammen. Guck mal hier. Guck mal, hier hast du einen Euro. Kaufst du einen Center Shock. Danke. Ja, gerne. Bester Mensch. Danke. Dankeschön. Okay. So. Also. So schaut es mir aus. Warst du schon mal in Bielefeld? Ich war noch nie in Bielefeld. Aber ein Freund von mir hat da mal gewohnt. Eigentlich war nie da. Tut mir auch leid. Beschreibe das perfekte Date. Ich weiß nicht, wer neulich meine Insta-Story gesehen hat. Also um See mit so. Kennt ihr diese Lichterketten, die oben hängen? Die so einfach diese Glühbirnen. Und das war um den See rundherum, da war so ein Steg. Und da waren so Glühbirnen. Ich glaube, es ist einfach voll geil, sich so an diesen See abends zu setzen und einfach. Mit den Lichtern, oder? Was hast du? Ich kann es nicht benutzen, weil du was auf deinem Handy bestätigen musst. Ist es durchgegangen? Ja. Geil. Top. Geil. So. Also. Möchtest du auch Tattoos? Ich habe Tattoos. Ich habe hier ein Tattoo. Ich habe hier ein Tattoo. Ich habe hier ein Tattoo. Nein. Es ist nur aus der Bag. Also hier ein Tattoo, da, ich habe am Fuß zwei, ich habe, boah, sieht man das? Ich habe da ein Tattoo und ich habe auch da ein Tattoo, das war's. Das Tattoo habe ich mir in Bangkok in Thailand machen lassen. Und das war auf meiner Weltreise. Das habe ich mir einfach so machen lassen, weil ich irgendwie cool fand. Das war ein Smiley. Den fand ich nice. Das haben wir uns mit Tim und ich zusammen machen lassen. Und das haben wir uns bei dem Awards machen lassen. Ich will auf jeden Fall noch mal mehr Tattoos. Definitiv. Nein! Leute, nein, ich rauche nicht. Ihr seht ja, ich mache immer Sport. Nur, das ist von den Girls da hinten. Und ich bin der Einzige, der immer meine Bag mit dabei hat. Deswegen sind da verstaut. Aber keine Sorge. Was ist noch? Where are you going? We're going to the Splash Festival here in Germany. So, it's a music festival and tonight there's Jack Hall performing and Kid Laroi. And Rin. Vor nach Österreich zu kommen. Vielleicht, wir waren mal in Österreich und es war auch echt nice. Aber da waren wir in so einem. Wie. Jojo? Wie hieß nochmal diese Area 47, oder? Ja? Area 47? In Innsbruck, das? Ja. Ja. Wir waren einmal in der Area 47 und da konnte man richtig viel Sport machen. Da waren so. Wir waren raften, wir waren von. Also. Von Springtüren mit 10 bis 30 Meter Motocross gefahren. Haben wir auch ein YouTube-Video drüber. Also wenn da jemand mal vorbeischauen möchte, seid herzlich willkommen, auch auf YouTube vorbeizuschauen, wenn ihr möchtet. Was wichtig für mich in der Beziehung? Ich glaube einfach Vertrauen, weil so viel wie wir reisen, ist es einfach Unverständnis. Das ist voll schwierig, glaube ich. Ich brauche einfach das Verständnis für von den ganzen Leuten. Beziehungsweise von der einen Person, dass sie halt weiß, dass ich halt viel unterwegs bin und das ist, und dass dann gleichzeitig das Vertrauen da ist. Weißt du, was ich meine? Weil wir viel unterwegs sind. Und ich halt auch nicht immer taktisch für die Person da sein kann. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwann jemanden finden tu, der dann das versteht. Weißt du, was ich meine? Dann habe ich angefangen zu trainieren. Ich habe angefangen 2016. Und jeder, der mich ein bisschen länger verfolgt, weiß, so mit 18, 19 ist so meine krasseste Form. Und in London jetzt noch. Also seitdem wir zusammen unterwegs sind, schaffe ich es nicht mal so oft zum Sport, leider. Aber ich gebe mein Bestes. Ich war es im Madden Klein zu chillen.
Ja, wir waren mit Madeline, wir haben Madeline in Paris getroffen, in Mailand und in L.A. Weil wir haben sie erst als allererste Mal in Mailand getroffen, über Sam, das ist der Ex-Manager von Britney Spears. Und waren dann abends feiern. Also wir haben sie mittags kennengelernt und dann war sie abends irgendwie auf einer ganz langweiligen Party. Wir waren erst zusammen noch kurz essen und dann sind wir auch früher gegangen und haben gesagt, wir gehen später noch feiern. Da war sie auf erst einer ganz, ganz langweiligen Party und hat dann später zu Sam gemeint, ey, wir müssen zu den Jungs, so die, they're fun. Und dann sind die zu uns gekommen, haben wir mit denen gefeiert, mit ihr und Ross Butler und Evan Yogia oder so. Und dann waren wir in Mailand eben und dann sind wir direkt zwei, drei Tage später zusammen nach Paris geflogen. Dann waren wir in Paris dort zusammen und dann, als wir in L.A. waren, haben wir sie auch wieder in L.A. getroffen. Tatsächlich. Und Madeline ist, würde ich sagen, von den ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, in dieser kompletten Social Media oder Celebrity Bubble, eine der, wenn ich sogar die most humble person und einfach so lieb und süß und hast du die Karte wieder genommen? Ein sehr, sehr süßer Mensch. Das war es jetzt auch. Wo ist mein T-Shirt her? Ich weiß gar nicht genau woher, aber ich habe es vorhin bei Beyoncé geholt. Riechst gerade etwa Calvins, keine Ahnung. Nee, trage nicht. Aber most of the time. Ja, wir fahren als dann zum Splash. Was ist denn hier eigentlich los? Warum fahren wir jetzt hier rüber? Die Ladestation hat funktioniert. Aber ich habe doch da drüben eben Geld gelassen. Das hat aber nicht geladen. Hast du deine Karte wieder eingesteckt? Ja. Aber ich habe doch da drüben gerade 5 Euro bezahlt. Was hast du bezahlt? 5 Euro. 50? Ja. Ernsthaft? Hat sich hier irgendwas getan in der Sekunde, wo du es drin gesteckt hast? Nein. 20 Kilometer. Das hat überhaupt nicht gecharged. Na gut, ich muss das jetzt erstmal die Finanzen klären, weil anscheinend kriegen die zwei Spezialisten das da drüben nicht so. Oder aber. Na guck. Das ist ja verzweifelt, sieht da aus. Aber habt ihr euch da angemeldet? Ihr müsst eine Mailadresse haben. Nein, wir hatten nur. Guck mal, wo warst du denn? Und du verfolgst das Spektakel da hinten, schön am Knuspern. Wie immer. Also ich hab, am Knuspern. Ich hab das eingegeben. Nee, bei dem da. Oh Mann, ey. Ich sag's euch, das sind alles Chaoten. Ich kümmere mich mal um die. An der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht zappen wir die Tage einfach nochmal rein. Danke, dass ihr dabei wart. Genau, da waren wir. Wir hören uns. Schaut einfach mal bei Insta vorbei. Da kommen auf jeden Fall viele Storys vom Wochenende. Also wenn ihr Bock habt, da was zu sehen, dann ist wieder die Karte auf. Ja. Kuss auf die Nuss. Macht's gut. Und bleibt stabil, ihr Schwengel. Kommen wir jetzt hier raus. Scheiße. So, also jetzt. Danke nochmal fürs Handyklingeln.